tauschen wird. Sicher eine starke Nummer. 500stel weniger als Korobczynski. Mit 9,85 wurde seine Übung belohnt. Und ein weiterer aus der starken Mannschaft der Russen. Die hätten sich ja alle sechs für dieses Mehrkampffinale qualifiziert, aber es ist limitiert auf 3 Athleten pro Nation. Aus Wettbewerbsgründen und vielleicht auch, damit es ein bisschen interessant bleibt. Ja, damit die kleineren Nationen auch ihre Leute noch da reinbringen, schon aus Propagandagründen. Weil wenn das nicht so wäre, dann wären von den besten 6 Mannschaften alle 6 Turner dabei. Und dann würde der Kunstturnen bald nur noch in ganz vereinzelten Ländern überhaupt interessieren. Beckmann zum Beispiel hätte eigentlich das Finale der besten 36 als Gesamt-38. Knapp verpasst. Aber durch diese 3-Athleten-Regel konnte er sich sicher qualifizieren. Und das ist ja auch bei den Leichtathleten so, bei den Weltmeisterschaften können auch nur 3 Amerikaner im Sprint starten. Also das ist eine gute Lösung. Mogilny startet mit der ersten Traumnote an diesem Abend. 10,0 für seine Seitpferdübung. Es gibt wirklich